Moin Moin Leute und willkommen zum neuen Video. Heute kommt mal was Exklusives und zwar werden wir heute kochen. Nicht in der Küche, sondern draußen in der Natur in meiner Outdoor-Küche, die ich mir hier mal auf die Schnelle zurechtgebastelt habe. Wir werden heute was ganz Besonderes kochen. Habe ich letztens gemacht. Das Rezept habe ich neu erfunden, so gesehen. Also ich habe das selber einfach zusammengemixt, weil ich dachte, das sind geile Zutaten. Und es war am Ende wirklich eine 10 von 10. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber kocht es nach und ihr werdet sagen, das ist mega lecker. Ja, für alle, die mir auf Instagram noch nicht folgen, folgt mir mal, werde ich unten reinhauen, weil da hatte ich das Rezept drin oder da habe ich das gekocht. Ja, was braucht man alles dafür? Und zwar einmal, ja, wo fange ich an? Schöne Garnelen. Ich habe hier richtig gute Garnelen. Die kaufe ich immer bei der Metro. Meiner Meinung nach die von der Qualität her einfach die, das ist die dicke Kira, die besten Garnelen, die es gibt. Dann habe ich hier Frühlingszwiebel, Salz, eine Zitrone, Parmesan, Sesam in hell und dunkel. Einfach nur aus optischen Gründen. Dann habe ich hier Tomatenmark, ein bisschen Weißwein, ganz wichtig, Safran, Knoblauch, zwei richtig scharfe Chilis, Olivenöl und Linguinennudeln. Ja, ich sollte alles zusammen haben. Das kommt da alles rein. Ich habe hier schon mal das Wasser aufgesetzt auf meinem wunderschönen Kocher. Das kocht auch schon so ein bisschen. Da habe ich ordentlich Salz reingemacht, also spart damit Salz nicht. Als allererstes werde ich die Nudeln reinpacken, weil die brauchen am längsten. Zack. Das sieht doch mal geil aus. Nudeln sind drin. Ich mache jetzt noch einen kleinen Schuss Olivenöl drauf. Zack. Ich rühre das einmal kurz durch hier. Ich will jetzt gleich von vornherein sagen, ich bin kein Profikoch, ich bin nur Hobbykoch, ich koche echt gerne. Und in letzter Zeit, ja, probiere ich einfach mal ein bisschen aus. Mir macht das einfach Spaß und gerade, ich weiß nicht wieso, aber gerade draußen zu kochen in letzter Zeit, das macht richtig Bock einfach und das schmeckt einfach doppelt so gut, muss ich ehrlich sagen. So, die Nudeln sind hier drin. Du kommst da wieder rein. Die lassen wir da jetzt in Ruhe kochen. Dann fangen wir an hier zu snibbeln. Ich ziehe mir jetzt aber ein paar Gummihandschuhe an, aus dem Grund, weil die Chilis wirklich sehr scharf sind und weil ich Knoblauch schneide und wenn ich mir Gummihandschuhe anziehe, dann muffeln meine Hände danach nicht. Aber es gibt einen guten Trick, wenn ihr Knoblauch geschnitten habt, müsst ihr danach mit so einer Zitronenschale oder eine Zitronenscheibe einfach nehmen, damit die Hände einreiben und das abwaschen. Das neutralisiert den Geruch von Knoblauch. Das gute Messer von Messerlabor, das Jagdmesser. Ja, als erstes schneide ich mir hier erstmal die Chili klein. Nicht wundern, wie ich schneide. Profikoch schneidet ganz anders. Aber es geht ja am Ende um Geschmack und nicht, wie man es zubereitet. Ne? Wichtig ist, dass man frische Zutaten hat und gute Zutaten. Oh, ist eine ziemlich große Chili, die ich hier habe. Und die haben halt richtig Power. Das muss man einfach sagen. Die hole ich auch immer bei der Metro. Ja, wir lassen es erstmal bei der 1 Chili, glaube ich. Beim Knoblauch spare ich natürlich auch nicht. Ich habe jetzt hier 4x10 drin, aber das kann jeder so variieren, wie er will. Man muss auch nicht so viel Chili reinmachen. Ich esse sehr gerne richtig scharf und ich mag es auch, wenn einfach verdammt viel Knoblauch drin ist. Das schneide ich jetzt auch noch klein. Wenn ich den Knoblauch klein habe und die Chili auch, dann mixe ich das hier nochmal ein bisschen zusammen und zerkleine das alles nochmal ein bisschen. Mach ich noch ein bisschen Chili rein oder nicht? Das ist schon recht viel, muss ich sagen. Ja, ein bisschen geht noch. Dann nehme ich einen Topf, den stelle ich hier hin, da kann das Ganze rein. So, alles drin. Dann kommt Folgendes rein, dann machen wir ordentlich Olivenöl rein. Also auch nicht sparen. Dann kommt Tomatenmark mit rein, macht dann mal hier so einen ganzen kleinen Becher rein. Noch mal ein bisschen Salz. Und jetzt kommt der gute Safran kommt da jetzt rein. Safran ist ziemlich teuer, also diese zwei kleinen Dinger hier, die kosten 5 Euro. Ein bisschen kloppen, dass wir alles drin haben. So sieht das Ganze gerade aus. Noch nicht so ganz appetitlich, aber das sieht gleich appetitlich aus. So, als nächstes kommen dann die Garnelen rein. Ich lasse sie aber noch mal kurz abtropfen. Die kommen dann auch mit hier in den Topf rein. Gut, dann haben wir das schon mal fertig. Das können wir noch mal kurz umrühren. So, alles durchgemixt. Sieht schon mal ein bisschen appetitlicher aus. Das werden wir gleich alles schön durchbrutzeln.
Also, wenn euch das gefällt und ich öfters mal so ein Video machen soll, wo ich ein bisschen koche hier Outdoor, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Rezepte habe ich bestimmt noch genug, was ich kochen könnte. Oder ich würde auch einfach in nächster Zeit auch öfters mal neue Sachen ausprobieren, wie ich es in letzter Zeit ja schon mache. Man muss ja seinen Geschmackshorizont einfach mal erweitern. Als Kocher habe ich hier einfach eine Gasflasche mit einem Gasbrenner oben drauf. Funktioniert wunderbar, muss ich sagen. Ich koche gerne auf Gas. Ich habe schon immer gesagt, wenn ich mal zu Hause irgendwann eine eigene Küche habe, eine richtig schöne, ich würde, glaube, keine Herdplatte nehmen, eine normale, sondern einfach eine richtige Gasplatte, wie halt auch oft in den Küchen sind. Weil ich finde, darauf lässt sich einfach immer viel besser kochen auf Gas. Ist genauso, wie ich gerne auf Feuer koche einfach. Das mache ich auch extrem gern. Ist irgendwie immer ein anderer Geschmack, finde ich einfach. Das ist so wie Grillen, ne? Also da kann man sich drum streiten, die einen sagen, auf einem Gasgrill oder auf einem Elektrogrill schmeckt es genauso gleich wie auf einem Holzkohlegrill. Kann ich so nicht ganz unterschreiben. Ich finde, ein Holzkohlegrill, wenn man darauf was macht, das schmeckt immer komplett anders. Schreibt mal unten in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Findet ihr, es schmeckt gleich oder findet ihr, Holzkohlegrill ist besser? So, die Nudeln brauchen noch kurz ein bisschen. In der Zeit können wir schon mal die Lauchzwiebel zurechtschneiden. Versuchen wir es mal schön zwei Stück raus. So, die schneiden wir zurecht. Mit Verschwindung hier. Weg mit dem Rotz. Die schneide ich jetzt einfach nur so klein. Dann schneide ich mir noch die Zitrone schon mal zurecht. Also einmal in der Mitte durch. Brauchen ungefähr nur eine halbe Zitrone. Mit Messer mache ich jetzt schon mal die Kerne raus, dass wir die los sind. So, haben wir entkernt. Perfekt, jetzt gehen wir nochmal wegen den Nudeln gucken. Die müssten eigentlich soweit sein. Probier einfach mal. Die sind gut. Oh, schön salzig. Beim Salz habe ich nicht gespart. So, das stellen wir jetzt kurz an die Seite. Und jetzt sind die Garnelen dran. Die putzen wir jetzt ordentlich durch. So, in der Zeit, wo das alles ein bisschen braucht, können wir bei den Nudeln das restliche Nudelwasser abkippen. Ich gehe mal gucken. Ich habe nur noch ein ganz bisschen Nudelwasser drin. Na, lass es vielleicht 50 Milliliter sein. Die lasse ich drin, weil ich mache immer in das Essen immer ein bisschen Nudelwasser mit rein. So, hier passiert langsam auch was. Oh. Jetzt geht's los hier. Jetzt beginnt die Fahrt. Jetzt duftet das schon ordentlich. Ja, lecker. Ich freue mich schon richtig drauf. Das sieht gut aus. Der Safran und das Tomatenmark, das bringt auch nochmal richtig Farbe rein in das ganze Essen. Das werdet ihr gleich sehen. Das sieht richtig, richtig gut aus. Und es duftet herrlich einfach. Freue ich mich schon drauf. Aber es wird scharf werden. Das garantiere ich euch. Wichtig bei den Garnelen ist immer, dass man die nicht zu lange brät. Da muss man ein bisschen drauf aufpassen, weil dann werden die gummiartig. Das duftet, ey, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also, wenn das einer von euch nachkochen sollte, schreibt auf jeden Fall hier in die Kommentare dann später rein in dem Video, wie es euch geschmeckt hat und was ihr zu dem Rezept sagt. Also ich finde es mega einfach nur. Ich fahre voll drauf ab. Ich habe es die letzte Woche bestimmt schon dreimal gekocht. Aber ansonsten esse ich in letzter Zeit echt wenig Fleisch und auch wenig Fisch. Also ich ernähre mich in letzter Zeit recht viel vegetarisch. So, jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt brauchen wir einen guten Weißwein. Da machen wir jetzt einen guten Schluck von rein. Und das reicht schon. Jetzt lassen wir es mal richtig schön aufkochen. Jetzt gebe ich auch direkt schon ein bisschen was von der Zitrone hinzu. Nicht viel, nur ein bisschen. Nur ein bisschen noch. Doch, das reicht schon. Das Ganze nochmal schön umrühren und ein bisschen aufköcheln lassen. Jetzt nehmen wir das Ganze runter kurz. Oder ich muss es runternehmen, damit es nicht runterfällt. Und jetzt kommen die Nudeln dazu. Schön mit dem Nudelwasser auf. Und dann kommt das Ganze hier nochmal drauf. Und jetzt müssen wir gut durchmischen und lassen das ruhig nochmal so ein, zwei Minuten ein bisschen brutzeln, damit das schön in die Nudeln noch mit reinzieht. Jetzt seht ihr ja ganz gut, die Nudeln haben richtig schön Farbe bekommen. Das liegt am Safran und am Tomatenmark. Das lassen wir jetzt ein bisschen brutzeln, immer schön umrühren, dass da nichts anbrät. Jetzt guckt mal rein hier, ne? Sieht das nicht göttlich aus? Boah.
Hammer. Jetzt kommt es in diesen wunderbaren, schönen Teller hier. Muss natürlich auch alles outdoor-mäßig passen. Na, ein bisschen geht noch rein. So, das sieht doch gut aus. Zack. So, zack. Bam. Jetzt kommt die Frühlingszwiebel zum Einsatz. Da machen wir hier oben so ein bisschen was drauf. Schön dezent. Das kann man gleich nochmal schön umrühren alles. Zack, zack, zack. Sesam findet jetzt auch seinen Einsatz. Da mache ich mir noch ein bisschen was in der Hand. Und dann rieseln wir das hier so ein bisschen rüber. Zack, zack, zack. Es schmeckt nicht nur gut, es sieht auch optisch gut aus. Und zu guter Letzt kommt noch der gute Parmesan rüber. Ja, ich mache mal so ein bisschen, das sieht ja mal optisch sehr gut aus. Und so sieht das Essen dann fertig aus. Dafür, dass ich es outdoor gekocht habe und hier nur so 0815 Plastikteller habe, sieht es dennoch sehr einladend aus. Also wenn ihr es zu Hause kocht und richtig schöne Teller habt, ja, dann sieht das Ganze nochmal ganz anders aus. Jetzt kommt der Taste-Test. Ich bin gespannt. Zack, nehmen wir hier eine schöne Garnele. Drehen hier schön einmal durch den Parmesan. Nehmen uns hier an der Seite noch was Schönes Grünes mit. Und ab in den Mund. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Also das ist echt aktuell mein Lieblingsessen. Ich kann euch nur raten, kocht das nach. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, schreibt es unten in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne mal irgendwas vorschlagen, was ich kochen soll. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall dafür ein Like und einen Kommentar da. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao und tschüss. Und ich werde mir jetzt den ganzen Rest reinkloppen. Und ich kann euch eins sagen, es ist verdammt scharf.